Hey Leute und herzlich willkommen bei Wissenswert. Heute haben wir für euch ein paar Gegenstände, die mit einem Ballon in die Atmosphäre aufgestiegen sind. Zum Glück war auch immer eine Kamera dabei, sodass wir euch sogar Videos von den Aufstiegen zeigen können. Bei diesem Projekt einer Schulklasse aus dem spanischen Valencia wurde ein Kasten mit einer GoPro-Kamera und einer Figur aus den Minions vor der Linse an einem mit Helium gefüllten Ballon gehangen. Die folgenden Aufnahmen sind absolut spektakulär. Über 30 Kilometer hoch flog der Ballon, durch einen GPS-Tracker konnte die Kamera und die Aufnahmen dann anschließend sogar noch geborgen werden. Diese beiden Mädchen entwickelten mit ihrem Vater zusammen eine ähnliche Konstruktion. Bei dieser wurde ebenfalls eine GoPro an einen Ballon gehangen. Anders als bei dem spanischen Projekt war hier jedoch kein Minion an Bord, sondern ein Bild ihrer Katze Loki und ein Lego R2-D2. Für die Landung haben die Mädchen extra einen Fallschirm gebaut, damit auch niemand verletzt werden kann. Bei einer ähnlichen Konstruktion wurden mit Fäden ein ganzes Lego Space Shuttle in die Atmosphäre befördert. Unglaubliche 35 Kilometer stieg der Ballon samt Fracht auf und landete 240 Kilometer südöstlich vom Startpunkt. Selbst ein Hund wurde mit dieser Methode in die Atmosphäre befördert. Sam, das Stofftiermaskottchen einer Hotelkette aus Las Vegas, stieg ebenfalls viele Kilometer über die Erdoberfläche. Er landete samt Kamera nur 40 Kilometer vom Hotel entfernt. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, ein kleines Objekt mal mit einem Ballon in die Atmosphäre zu schicken, was würdet ihr dann wählen? Schreibt es uns mal in die Kommentare, macht's gut und wir sehen uns das nächste Mal hier bei Wissenswert. Haut rein!